Und zwar in die Top 12. Der funkige Splash Mage im Winners Top 12. Winners Quarterfinals also. Es kann losgehen. Bin ich mal gespannt, wer hier gewinnt. Es gab, glaube ich, im Bracket wenige Upsets. Eins auf jeden Fall. JL Musician ist Dritter in seinem Pool geworden. Und Syntec war auch ein Upset tatsächlich. Ice-T war gesiedet, dass er weiterkommt. Oh. Hat's hier gerade mit der Frame Trap versucht. Auf den Air Dodge gehofft. Aber das hat Splash Mage geschaut. Oh. Okay. Wie ist er denn da rausgekommen? Ist er das Smash Guide? Oh. 10.000 Parries. So. Also der erste Stock geht tatsächlich an Splash Mage. Der in letzter Zeit ja auch echt gut aufgeräumt hat, muss man dazu sagen. Also in letzter Zeit fast nur von SDN gestoppt. Okay, Hard Punish. Wir sind wieder even. Das Ganze hier ist noch Top 3, Best of 3. Okay, jetzt gerade macht Splash Mage das ganz gut. Er braucht jetzt nur noch ein Setup, um den Stock zu holen. Jetzt ist aber davon im Momentum. Oh, okay. Ich dachte schon, da sehen wir vielleicht einen Early Kill mit Abdi. Also der Fung arbeitet sich langsam an einen Kill ran. Oh, echt? Krass. Echt einfach Parry und Upsmash. Hätte ich damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Einfach wegen dem Multi-Hit von dem Feuer. Oh, das war die Chance für Splash Mage, ein bisschen Damage zu machen gerade. Oh, oh, da ist auf jeden Fall gefährlich geworden. Ich weiß nicht, ob der Fung da richtige DI gehabt hat oder warum diese Combo nicht noch weiter ging. Oh, oh, eine Late Hit gerade. Oh, das Schwert hat fast gekillt. Okay, der Fung wieder on Stage, muss jetzt aber einiges machen, um hier noch zurückzuholen. So. Oh, der Jab. Oh, killt diesmal auch wirklich. Okay, damit killen, glaube ich, beide Jabs auch. Ne? Der rote, also der Feuer-Jab und der Rapid-Jab mit dem Wind, killen beide einfach. Krass. Okay, das erste Game geht hier also an Splash Mage. Ich weiß gar nicht. Moment. Ich weiß nicht, wer von den beiden besser geseedet war. Ich glaube, das könnte Dritter gegen... Nee, könnte das Dritter gegen Vierter Seed sein? Ich meine, die spielen ja jetzt schon gegeneinander. Hm, wer weiß. Muss ich gleich nochmal ins Bracket gucken. Okay. Thank you.
Ja, okay. Jetzt hier wieder. Oh! Das war ballsy. Boah, krass, dass Splash mich darauf reagieren konnte. So schnell gefallen, aber trotzdem einfach weg, ja. Das ist jetzt natürlich richtig gut für ihn, ne? Also, da kommt der Damage. Schön gecall-outet. Killt tatsächlich noch nicht. Jetzt gerade, boah, läuft das so gut einfach für Splash Mage. Das ist jetzt schon der zweite Stock, den davon in diesem Game verliert. Und das sieht man tatsächlich selten. Also davon wird sehr selten dominiert. Ja, versucht sich hier ranzutasten. Aber so kleine Fehler schleichen sich immer mal wieder rein. Das. Okay. Was nun? Eine Dash Attack. Okay, kann das nicht hart punishen. Upsmash reicht noch nicht. Forward für den Damage. Und die Position. Oh, und einfach gecall-outet. Das Schild geht immer schon sehr low gegen Gegner wie Robin. Darauf muss man wirklich achten, wenn man dann nochmal einen Multi-Hit tankt. Okay. Ein Stock noch. Oh, das ist der Damage. Jetzt gerade holt davon ganz gut zurück, aber einfach eine zu große Lead. Das ist auch schon das 2-0. Das ist ja das Winners Quarter Finals. Das heißt, das war's schon. Und Splash Mage kommt ins Winners Finals.